guckst du denn hier, sag mal? Ja, es pisst. Das ist Fatsch, es pisst, Atze. Was soll ich denn sagen? Ich würde eigentlich mich noch aussetzen in die schöne Räuchern. Ich habe jetzt extra 20 Zigarren mitgebracht. So, in der Stadt drin, jetzt könnten wir es nicht machen. Da habe ich gesagt, setzen wir uns hier oben hin und tun in Ruhe qualmen. Geht ohne jetzt Piss. So, ja. So. Naja, machen wir Bodencheck, gell? Wir machen Bodencheck, Leute. Wir haben es euch versprochen. Wir haben eigentlich, also Bock, sag ich mal, hält sich relativ in Grenzen. Weil der Sonntag ist rum. Den bleiben wir hier verschließen, alles gut. An dem kommt da noch Pizza. Der Sonntag ist rum und wir sind ziemlich geschafft, weil die letzten drei Tage waren Vollgas. So. Also Bodencheck. Den ersten haben wir weg in Kuala Lumpur und jetzt sind wir hier umgesiedelt, weil wir näher an die Rennstrecke wollen. Nämlich bloß 10 Minuten oder eine Viertelstunde weg, je nachdem, wie hoch der Verkehr ist. Ja, wir haben jetzt also hier eine Bude gegönnt. Richtig groß, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter. Auf jeden Fall können hier 8 Leute, sag ich mal, pennen, wenn sie halt sich übereinander stapeln. So, wir fangen an im Wohn- und Ess- und Arbeitsbereich. Ja, im Zentrum der Macht hier. So. Ja, ich mal ja. Illuminieren die Sache. Nachteil ist hier unten, wir haben ja keine Klimaanlage. Das heißt, wenn du früh aus dem klimatisierten Schlafzimmer kommst, läufst du erstmal gegen die Wand und dann schwitzt du wie so nass. So, auch ein Gerät ist schneller. So, ich hab Check. Ah ne, jetzt kommen wir erstmal. Ein absolutes Highlight, ne? Weil hier kannst du alles bestellen. Mit Grab kannst du alles bestellen. Du kannst Pizza bestellen und du kannst sogar Eis bestellen. So. Hä? Wir werden uns nämlich heute noch ein schönes Eis gönnen. Oder zwei. Oder zwei. Je nachdem, wie viel da ist. So, Kühlschrank da. Ganz wichtig, immer die kalten Getränke. So, Alkohol gibt's keinen. Weg vom Stoff. Ja, weg vom Stoff. Was willst du machen? So, Mikrowelle, Ofen, alles da. Übrigens hier, ich weiß nicht, ich hoffe, man hört es auf dem Mikro. Das ist die Blechtrommel auf Malaysia, weil es draußen pisst und irgendwo, keine Ahnung, kommt der ganze Rassel hier aufs Blechdach vor. Ja, das ist hier unten also der Wohnbereich, wo wir abends immer abhängen. Hier wird dann Pizza gestoppt, der Pizzamann ist schon unterwegs. Vielleicht kommt er noch zwischendurch. So, wir gehen ins Obergeschoss. Wir bezahlen für die Bude, was haben wir gesagt? Also guck mal, wir sind jetzt zu dritt hier drinnen. Wir bezahlen pro Nacht pro Person 19 Euro. 18, 19 Euro so ungefähr. So, also ist schon weiß noch die ganze Bude. So, hier kommen wir ins Schlafzimmer Nummer 1. Das habe ich mir natürlich gekrallt. Na, schön hier, ich brauche meinen Platz. Ja, meinen Raum. So, hier ist nämlich der Vorteil hier Klimaanlage. Die auch voll was läuft, da gibt es 20 Grad, habe ich eingestellt. So, ansonsten, ja, Arbeitsbereich. Hast du schon hier gesessen, sag mal, ein bisschen gearbeitet nach? Ja, habe ich hier gesessen, so nachgedacht. Denkst du, warum der Stuhl so tief ist, ja, weil das ist dann, wenn ich so denke, dann sinkt das immer mehr ein. Also, ja. Ganz interessant ist ja übrigens hier, also, die Schutzecken wahrscheinlich, weiß ich nicht, ja, wegen Erdbeben ist zurzeit ein bisschen. Ja, der Hund ist hier versteckt. So, man sitzt da, habe ich hier festgestellt, das ist ziemlich durchgelegen. Versinkst du? Ja, ich muss dann so ein bisschen dort die Seile wechseln. Und was ganz wichtig ist, also bei mir ist es glücklicherweise noch nie vorgekommen, aber die Panik kommt dann leider, ist immer erstmal alles hier nochmal durchwedeln, nicht, dass irgendwelches Viehzeug auf mir rausfällt. So, jetzt kommen wir zum Bad. Hier ist irgendeine Panik. Also ist bei dir auch so, wenn du die Tür aufmachst? Ja, Panik. Immer gucken. Mal gucken, ob irgendwas krabbelt. Und dann könnte es passieren, ist. Zerfliegt alles. So. Ja. Da ja, kannst du duschen. Also wie üblich, sage ich mal, in den Ländern, dass du eigentlich hier auf Scheiß aussitzen kannst und dich berieseln lassen kannst. Aber wir haben warm Wasser. Ne? Ja. So. So. Ist so. Jetzt müssen wir losgehen. Unten in der Küche ist sogar ein Filter, dass du scheinbar das Wasser trinken kannst, was aus der Leitung kommt. Ich habe es noch nie gemacht, das wäre zu riskant, aber wahrscheinlich besteht die Möglichkeit. So, hier haben wir oben. Also ja, Kitty, was machst denn du hier? Ja, das ist schon backen oder was? Ja, klar. Ja, hier. Das ist halt, die saugen alles aus dir raus. Ja, Vakuum verpackt.
gigantisch. Da geht mir rein. Ah, sind die Alpen. Ja, wir müssen dann leider mal springen gehen für die dann. Ja, also, ja. Das ist ja das Wichtigste über den Ziel. Das riecht übrigens gut. Mhm. Insektenspray. Für unsere Freunde. Also hier haben wir auch noch mal eine Schlafmöglichkeit. Ich nehme an, es wird ein bisschen harder sein. Ja. Und hier gibt es Kälte immer. Ja, dafür gibt es einen Fernseher. So, hier schlafst du mal nochmal. Zwei. Ja, ist ein bisschen. Ein bisschen trostlos für die. Ne? Aber hier mal was. Und gute Akustik, ja. Gute Akustik auf jeden Fall. Ja. Trommel, vielleicht Trommel. So, was ist das hier? Ach, hier ist Bad. Oh, okay, was ist das hier? Hast du schon geduscht oder was? Nee. Ist so. Wie ist denn das nachts? Nee, ja, das ist der Trocken. Aber hier kannst du, also hier kannst du wirklich drauf sitzen. Und dich besprühen. Und dich besprühen lassen. Oh, Alter. Spielen hier. So. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt kommen wir in die Danger-Zone. In die Danger-Zone. Hier war gestern Alarm im Schuh. Also, ich werde es mal. Wie geht denn hier nicht? Das hat ja schon wieder bedeutet, dass er hier nicht geht. Das ist nicht Licht. Das Leben. Das ist der Hüter hier. Wo denn? Hier drüben. So, also ich wollte gestern, oder ich war schon dabei ins Bett zu gehen und auf einmal ging die Plägerei los, die Schreierei. Die Panik. Panikmodus. So. Dein Kollege Steve, dessen Schlafzimmer das hier ist, war eine. So eine große hier? Ja. Große kleine Kakerlake in den Schuh reingerammelt. Wie man sich dort wohlfühlen kann, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war es drin und da war natürlich der Panikmodus am Start. Und das ist natürlich ein Fakt. Das ist alles gut drin. Das ist ein Fakt. Das Ganze ja enorm weit runterziehen. Abwärtig. Ja, abwärtig. So, auf jeden Fall muss ich feststellen, den Fernseher hast du hier drin ohne. Nee. Machen wir hier das Brettchen, wir gehen hier vorne raus. Wir gehen hier vorne raus. Okay. So, dann kann der Bini hier zwischen nochmal, wenn er will. Oder ohne. Ja. Ja, es ist immer so ein bisschen. Also, wenn man die Tür mal macht, automatisch ein bisschen vorhanden. Hier ist er vollendet. So, hier sind wir wieder vor. Erlatscht. Also wir haben vier Betten und wenn du es richtig übertreibst, passen in die vier Betten insgesamt 8 Leute. Ne? So. Ja? Fetti, tust du mal springen bei mir? Da gibt es einen Sagen. Wie müsst du denn noch mal machen? Ach so. Irgendwelche Viecher, die am Start sind hier. Wo schön. Eingefahren. Herrlich. So, wir kommen zu unserer Bewertung, Leute. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil nach 3 Tagen wird Vollgas am Rad drehen, übrigens hier, also mit der Farbe, ne? Auch schön. Ordentlich verbrannt. Du hast ja heute einen Stich heute gekriegt, Daniel. Feldreffer. Also noch ein richtiger Treffer mit dir. Und die Pizza? Ich weiß gar nicht. Pizza kommt. Warte mal, ja. Nee. Ist der schon durch, sag mal? Bei dir kommen keine Viecher rein. Fetti, wo ist denn der? Der schöne Pizzamann hat zugestellt. Was? Geht mir auf den Sack, Alter. Wo denn? Ich war da hier. Pizzamann hat angeblich zugestellt. Ja, hier war er nicht. Wo denn? Ich weiß es nicht. Er hat delivered. Delivered. Ist nicht. Naja. Oder ist er das hier? Kommt doch. Pizzamann. Hä? Grabby, was geht denn? Grüß dich. Hey, jetzt kommt eine Pizza heute. Der vierte Tag, Alter. Ah. Ja, Lichtverhältnisse ist ein bisschen schwierig, aber. Nice one. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. So, Fidi, was ist da? Denk ein bisschen lustig. Jetzt können wir die Gelegenheit nochmal hören. Vergreifen wir nochmal schnell die Pizza rein. Wir haben nämlich heute am vierten Tag herausgefunden, was am besten schmeckt. Ne? So, was haben wir gesagt? Wir wollen mal schnell bewerten. Also Lage haben wir gesagt, geben wir 6 von 10 Punkten. Also bis zur Strecke 10 Minuten von der Stunde. Ansonsten sagen wir mal die Gegend, wenn du hier außerhalb vom Rennen bist, keine Ahnung, kannst du hier auf dem Arschbrett sitzen und viel mehr wird nicht gehen. So, Ausstattung, Ambiente.
Also das Problem ist, seit gestern Abend ja, mit den guten Viecher ist es halt enorm abgewertet worden. 5 Punkte speziell. Als Leistung machen wir 8. Ne? 8 Punkte? Mhm. Ist so. So, wir haben gesagt 18, 19 Euro für die Nacht pro Person. Geht. So, sind zusammen. 19 Punkte von 30. So, da wird die Bude also so im Mittelfeld landen am Ende des Jahres. Halt. Ja. So, ansonsten hier nochmal einen kleinen Blicker haschen, bevor wir hier groß in den Fresswahnsinn verfallen. Domino's Pizza. Was kostet die Pizza, Hatze? 3-4 Euro. 3-4 Euro. Ha! Das schält dich immer. So, in diesem Sinne, wir fressen jetzt wie die Schweine her. Volles Rohr. Die mittelgroßen. Wir haben übrigens die ersten 2 Tage haben wir hier die Maxi genommen. Ja. Wir haben es leider nicht geschafft. So. Also. Leute. Ja, den Chili drauf hauen. Und dann geht's los. In diesem Sinne. Haut rein. Viele Grüße aus dem Fang. Bis zum nächsten Mal im Portimao. Ciao.